Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind immer noch in den Madden Classics unterwegs. Players to Watch, die siebte Challenge. So, Manu, after a clutch display in this year Classic Qualifiers, Manu has shown that he has what it takes to compete against the best of the best on the big stage. Can he keep it up and bring home the belt? Okay, ein Contender mit Fähigkeiten, den wir hier also haben. Spielt mit den Carolina Panthers. Das heißt, es geht gegen Cam Newton, Luke Kuechly. Ich bin mal gespannt. Welcome. Zero Chill. Ach Gott, das heißt, über Weihnachten werden auch schon wieder 1 Million neuen Sachen kommen und ich muss doch noch die Journey fertig machen. Ach. Ich glaube, ich muss mich echt einschließen die nächsten Tage und nur noch Madden spielen. Nichts anderes mehr. Es macht aber auch Spaß, es hört ja auch nicht auf. Ich habe eigentlich noch so viel zu spielen. Ich habe noch irgendeinen alten Event, den ich nur bis zur Hälfte gespielt habe. Die Gauntlet-Geschichte muss ich noch machen. Ich komme momentan überhaupt nicht hinten dran. Deswegen schlagen wir erstmal jetzt die Panthers. Vorspann. Sanders, Elliot, oh ja, die Stimme versagt. Ryan Shazier, Luke Kuechly, Darrell Williams und Greg Olsen. So. Wir eröffnen das Spiel mit einem Kickoff. Das heißt, die Offense der Panthers wird gleich als erstes aufs Feld kommen. Kick geht bis an die 3-Yard-Linie, wird jetzt aufgenommen und retourniert. Wird zurückgetragen bis an die 25-Yard-Linie. So, wir stellen unsere Offense mal entsprechend ein. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit einem Safety-Blitz an. Beide Safeties werden jetzt nach vorne kommen, um zu blitzen. Ich versuche mit meinem End den Tackle aus dem Weg zu räumen. Und das gelingt wunderbar. Und schon haben wir Cam Newton gesackt für 8 Yards. Jeff Heath, der Strong Safety. Oh, was einmal klappt, sagt sich unser Defense Coordinator. Klappt auch ein zweites Mal, probieren wir es nochmal. Gleiches Spiel, ich nehme den Tackle aus dem Weg. Safety kommt nach vorne, wirft den Quarterback zu Boden. Außer es herrscht so eine Panik in der O-Line, dass sie sich bewegt haben. False Start. Perfekt, macht zweiter Versuch. Und 23 an ihrer eigenen 12-Yard-Linie. Wir nehmen jetzt den Overstorm Brave Blitz, also eine Variante. Zweiter und 23. Boah, ich komme nicht durch. Keine Chance, Druck hier auf Cam Newton auszuüben. Da bin ich aber mal gar nicht dran vorbeigekommen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Dritter und 4. So, Gap Press, wir machen die Laufwege zu durch die Mitte, wobei, ach, bei 4 Yards, ob die wirklich einen Lauf durch die Mitte gehen. Ich bin mal gespannt. Tun sie nämlich nicht. Aber außen kam unser Linebacker durch. Sean Lee macht hier den zweiten Sack im Spiel. 4. und 13, das war's. 3 and out. Die Panthers müssen punten. Return von Sanders aufgenommen an der 32. Ah ja, da geht man gar nichts. Da geht auch, da ging überhaupt nichts. Da waren aber alles Lücken zu. Man hat nicht wirklich die Zeit, nochmal die Seite zu wechseln. Man hat sich mal entschieden, dann hätte durchlaufen sollen. Einfach dann mal so auf das Beste hoffen. Hat aber nicht hingehauen. Erster und 10 an der 37. So, ich mache einen Lauf über die Außen. Ja, ich switche aber rüber auf die linke Seite. Das sieht gut aus. Schöne Blocks. Sehr schöne Blocks. Und schon sind wir an der Mittellinie. Mit einem Laufspiel. Wunderbar. 14 Yards durch Ezekiel Elliott. So, jetzt laufen wir mal durch die Mitte. Nein, nicht mehr in diesem Viertel, weil das war bereits das erste Viertel. Wir springen gleich rüber ins zweite Viertel. Sind aber da natürlich auch direkt in Two-Minute-Warning unterwegs.
So, ich gehe in den Strategy-Bereich hinein. Das haben wir uns ja auch verliebt. Ich vergesse das mittlerweile immer, weil ich so viele Solo-Battles in letzter Zeit gespielt habe. So, erster und 10. Ich schaue mir an, was der Safety, der Free Safety links macht. Wobei auch der andere Safety interessant ist. Okay, die gehen mit dem Receiver, aber dann ist Shannon Sharp als Tight End frei. So ist es. Sehr gut, bis an die 2-Yard-Linie. Riesenplay hier von Shannon Sharp. Ja, also Tight End versucht, wenn ein Tight End geblockt wird von einem Safety, sieht das meistenteils nicht so gut aus für den Safety. So, wir haben einen Second and Goal. Wir nehmen den Stick. Ich versuche es also per Pass. Terrell Owens läuft eine Slant Route. Sharp ist mein Tight End, mein Sicherungsreceiver. Ich halte mir aber hier auch ganz groß die Option offen, selbst zu laufen. Oder den Ball wegzuwerfen. Was ich nicht mehr konnte. Boah, da haben die Panthers aber starke Defense gespielt. Second and Goal. Aber jetzt von der 12-Yard-Linie. So, dann nehme ich den Wide right Receiver Drive. Schicke hier Terrell Owens in Motion. Achte aber auch mal, was Sharp macht. Los geht's. Sharp ist raus aus der Nummer, aber Terrell Owens recht frei. Und der ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Sehr schön. 6:0 gehen wir in Führung damit. Der PET auch gut. Jawohl. Ja, Schlüsselspiel, der 48-Yard-Pass auf Shannon Sharp, der sich da gut durchgetankt hat. Aber das sieht doch gut aus. Da habe ich ein gutes Gefühl. So, 46 Sekunden sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Wir kicken den Ball zu den Panthers. Wir nehmen ihn auf an der 1-Yard-Linie. Der Return endet an der 26-Yard-Linie. So, wir bleiben aggressiv. Ich schicke wieder meine Safeties nach vorne. Erster und 10 an der 26. Cam Newton konnte dem Safety hier ausweichen, aber dann sind die anderen über ihn zusammengebrochen. Das ist schon wieder ein Sack für 9 Yards. Wahnsinn. 2019. 36 Sekunden noch zu spielen. So, Gap Press, die haben wir eben schon mal gesehen, eigentlich dafür geeignet, um die Lücken in der Line zuzumachen. Kurzer Pass, aber direktes Tackling. Jetzt haben sie einen dritten und 21, ich denke, jetzt werden sie auch die Uhr runterlaufen lassen. Ja, so ist es, hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle, an der eigenen 15-Yard-Linie. Hätte ich da auch nichts mehr riskiert. Boah, Ryan Shazier zerstört hier gerade den Running Back der Carolina Panthers. Mein Gott, Halbzeit 7:0 und wir bekommen mit der Offense gleich den Ball. Deswegen habe ich hier jetzt auch eben nicht angefangen mit Auszeiten zu arbeiten, weil ich wusste, ich kriege das Ding ja wieder. Und ich bin da schon verdammt optimistisch, dass wir wieder scoren können. Return nehmen wir auf an der 4-Yard-Linie. Da kam ungeblockt durch. Und kein guter Move. Heißt, erster Versuch und 10 an der 23-Yard-Linie. So, wie gesagt, erster Versuch heißt Strategy-Bereich, Halfback-Stretch über die Außen. Über die rechte Seite geht es. Schöner Block. Eddie George war der Running Back. 6 Yards Raumgewinn. Kann ich damit leben. Zweiter und 4, Community-Bereich. Da haben wir den Texas. Oh, wow. Tight End Attack. Das ist doch schick. So, wir achten wieder. Da ist nur ein Safety. Das heißt, da wird Johnson ziemlich sicher ein 1 gegen 1 haben. Los geht's. Boah, ja, ja. Das ist unfassbar. Der hat, glaube ich, den Verteidiger der Panthers vor sich hergeschoben die ganze Zeit. Er kam nicht dran vorbei. Dritter und 4. Oder aber der ist schnell. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ich versuche es mit einem Slant.
So, Owens und Cooper sind die beiden möglichen Receiver. Schauen wir mal, wie die Defense sich verhält. Oh, ich wollte gerade auf Cooper werfen. Da kriege ich einen Mörder-Sack. Aber mitten ins Gesicht. Ja, soviel zum Thema Sicherheit nach der Halbzeit, dass wir schon punkten werden. Ein 4. und 14 von der 19. Da kann ich das Ding nur wegdröseln. So. Ah, hier, dann laufe ich auch noch beim Tackling vorbei und den zweiten. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. An der 39-Yard-Linie kommen die Panthers wieder aufs Feld. 37 Sekunden sind noch zu spielen im dritten Quarter. Und das war schon wieder. Beim Football sollte man Arroganz und sagen, den Gegner habe ich im Sack. Da kann man damit anfangen, wenn man ein Two-Score-Game kurz vor Schluss hat. So 3-4 Sekunden vor Schluss. Alles andere ist tödlich und ich hoffe, dass ich hier nicht wieder für meinen Hochmut bestraft werde. 2. und 6. Die Uhr tickt langsam rund. Das wird der letzte Spielzug werden hier im dritten Quarter. Cam Newton, schöner Pass. Receiver hält ihn fest. Neues First Down und Ende des dritten Quarters. Das heißt, wir springen ins vierte Quarter und haben hier jetzt natürlich direkt bei nur 2 Minuten pro Quarter Spielzeit die letzten 2 Minuten. Das heißt, wir können uns jetzt an eine auf eine No-Huddle-Offense der Panthers einstellen. Sind über die Mittellinie mit diesem letzten Pass aus dem dritten Quarter an der 44-Yard-Linie. Und direkt wieder ein vollständiger Pass von Cam Newton. Der ist 5 von 5. Wenn er mal die Zeit dazu passen, dann haut das auch hin bei ihm. 2. und 4 an der 38-Yard-Linie. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Wieder ein vollständiger Pass an die 26-Yard-Linie. So, die Panthers brauchen ja auf jeden Fall einen Touchdown. Ein Field Goal mit 3 Punkten nutzt ihnen überhaupt nichts. Tackle inbounds. Uhr läuft die ganze Zeit natürlich weiter. 2. und 8 von der 23-Yard-Linie. Immer noch der No-Huddle-Modus. Das heißt, sowohl Offense- als auch Defense-Spieler können momentan nicht durchtauschen. Geblockt an der Line of Scrimmage. Das heißt, jetzt können alle mal kurz verschnaufen. 3. und 8 an der 23-Yard-Linie. Boah, sehr schön geworfen von Cam Newton. 4. Versuch und 4. Ganz wichtiger, ganz entscheidender Versuch jetzt hier für Carolina. Cam Newton unter Druck, bringt den Ball an und der Receiver wird nicht getackelt. Touchdown Carolina Panthers. 6 zu 7, jetzt kommt noch der PET. Den versuchen wir zu blocken. Das schaffen wir nicht und damit steht es unentschieden. 7 zu 7. 54 Sekunden vor Schluss. Wir haben auch noch alle 3 Auszeiten. Kickoff gibt es an die Goal Line. Sanders mit dem Return. Lässt einen aussteigen und beim zweiten ist schon Ende mit der Geschichte. An der 31-Yard-Linie kommen wir aufs Feld. Jetzt müssen wir uns aber echt was einfallen lassen. So, Dick and Go habe ich doch da eben gesehen. Das heißt, wir attackieren die Mitte mit Sharp und mit Elliott. Ich achte darauf, ob Owens ein 1 gegen 1 hat. Los geht's. Owens hat ein 1 gegen 1. Ich versuche es zu werfen. Den hat er mit einer Hand. Ein One-Handed-Catch. Touchdown, Carol Owens. Wahnsinns-Play. Wahnsinn. Ah. Das war geil. Das war richtig geil. Ach, war das geil. Das war schön. Ich bin immer noch begeistert. 14 zu 7. Ein Play. 69 Yards. Bums. So, der Kickoff. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind immer noch 40 Sekunden zu spielen. Wir haben gerade gesehen, wie schnell man scoren kann. Cam Newton hat einen starken Arm, das wissen wir alle. So, der Return. Ausgehend von der 1-Yard-Linie. Gestoppt an der 26. 36 Sekunden bleiben den Panthers noch. Um hier das Spiel nochmal wieder auszugleichen. Alle 3 Auszeiten sind noch vorhanden. Sie haben bei ihrem letzten Drive nicht eine Auszeit gebraucht. Wir beginnen wieder mit einem Gap-Blitz.
Boah, von der Blindside. Den hat er nicht kommen sehen. Erste Auszeit Carolina. Zweiter Versuch und 18 von der eigenen 18-Yard-Linie. 31 Sekunden noch zu spielen. Tackle inbounds. Damit müssen sie ihre zweite Auszeit nehmen. Cam Newton kommt nicht dazu, auf die Außen zu werfen. Weil ich Gott sei Dank in der Lage bin, viel Druck auf ihn auszuüben. Oh. Ich musste eben kurz switchen, bis ich wieder meinen End als Spieler hatte. Oh, der ist hoch und der ist intercepted. Da habe ich schon oft genug Fehler gemacht, dass ich dann zu schnell nach außen gegangen bin. Aber hier hat es vom Timing her gehauen. Waltz macht hier die Interception. Und das war die Entscheidung. Da die Panthers nur noch eine Auszeit haben, sie können nur noch einmal die Uhr anhalten. Es sind noch 23 Sekunden zu spielen. Also jetzt bräuchten sie schon ein schnelles Turnover. Da ist die letzte Auszeit. 19 Sekunden noch zu spielen. So, wir laufen weiter mit Eddie George jetzt über die Mitte. Wichtigste Feature, Ballsicherheit. So, ich lasse jetzt die Zeit, wie gesagt, nicht absichtlich runter aufs Knie gehen, finde ich immer blöd. Dritter und 6. Das dürfte der letzte Spielzug sein. Elliott läuft noch einmal über die rechte Seite. Das war's. Wir schlagen die Carolina Panthers mit 14 zu 7. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.